Ja, herzlich willkommen bei den News zur Europa-Föderation. Heute zeigen wir euch, wie schon in dem vorherigen Video angekündigt, ein Ura-Onikodaki. Das heißt, diesmal kommen wir von außen. Wenn er mit einem Hammerschlag zum Beispiel kommt, weichen wir aus, gleiten die Hand hier und versuchen zu greifen. Macht das nichts, wird er verfehlen, nach unten. Wir greifen trotzdem, ihr kriegt den Schlag aufs Ohr. Jetzt versuchen wir den Arm zu schlüsseln, indem wir durchs Gesicht gehen und hier unser eigenes Handgelenk ergreifen. Jetzt kriegt er einen Ellenbogen ins Gesicht und wir stellen unser Knie in Höhe seines Gürtels hinter ihm und bringen ihn zu Fall. Ich zeige euch das jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive. Und Patsch und hier schlüsseln. Das ist ganz wichtig. Möglichst eng, dass das Handgelenk beweglich bleibt. So, und dann Ellbogen und Knie nachher runter. Dass ich mein Knie hier runtergehe. So, ich hoffe, ihr könnt das doch sehen. So sieht das nachher aus. So, und wie das Ganze natürlich in Action aussieht, das zeigen wir euch, wenn wir ein Stück zurückgehen. Ja, herzlich willkommen mal wieder bei einem neuen Video der Ninjutsu Europa Föderation. Heute zeige ich euch einen Wurf, der über beide Beine geht. Wie bei vielen Kampfkunstarten werden diese Würfe über beide Beine gemacht. Auch hier ist die Startposition aus Kobayashi, also aus dieser Judo-Haltung. Ich drücke den Gegner zur Seite weg, mache einen Schritt nach hinten und kicke mit dem hinteren Fuß in Höhe, in dieser Höhe. Und sichere ihm dabei beide Beine weg. Das nennt man eigentlich Haraigoshi, also oder Keritaoshi, besser gesagt. Keritaoshi, so heißt die Technik richtig. Und ja, ihr wisst, wenn wir zu hinten, nach hinten gehen, was es bedeutet.
Ja, und herzlich willkommen wieder bei einem neuen Video der Ninjutsu Europa Föderation. Heute zeigen wir euch einen Omote Unikodaki und einen Ura Unikodaki im nächsten Video. Und wie der Omote Unikodaki geht, der wird aus Kumiyoshi gemacht. Hier wird die eine Hand nach innen bewegt und der Ellenbogen rammt quasi seinen Solarplexus. So, ich drehe mich jetzt mal einmal mit ihm, damit ihr das sehen könnt. So, und dabei versucht diese Hand, die Hand zu greifen. Die bleibt immer stehen. Nach diesem Ramm greife ich die andere Hand und reiß die Elle zu mir rein, sodass die Schulter auskugelt. Und dann versuche ich mit dem Knie mich hinzubeugen, um den Angreifer runterzureißen. Das ist der Original Unikodaki. Und zwar der Omote Unikodaki. Ja, und wie das Ganze in Action aussieht, aus Kumiuchi, das zeigen wir euch, wenn wir weiter nach hinten gehen.